da drüben war sie wohl, die Grenze. Sie war selbstverständlich nicht zu erkennen, diese Grenze. Aber Franz Josef hätte in diesem Augenblick gern die Grenze seines Reiches gesehen. So wie er ja längst jenen zarten, feinen Strich sah, der die Grenze ist zwischen Leben und Tod. Auf dem Rand des Horizonts, den die Augen der Greise immer sehen. Sein Reich. Er war eine Majestät von Gottes Gnaden und er glaubte an Gott, den Allmächtigen, dessen Sterne da oben am Himmel glänzten. Und einen Teil der Erde, nämlich die österreichisch-ungarische Monarchie, hatte Gott Franz Josef dem Ersten zugeteilt. Er war stolz, seine Leibwächter in dieser Nacht alle überlistet zu haben. Denn er war eine Viertelstunde am offenen Fenster gestanden, trotz seines Schnupfens. Der Kaiser hatte Kriege nicht gern, denn er wusste, dass man sie verliert. Aber das Militär liebte er, die Manöver besonders. Beim Militär wusste man noch, was Vorschrift war. Beim Militär schickte sich auch für den Kaiser alles, denn er war sogar eher ein Soldat. Er liebte das Blasen der Trompeten, obwohl er immer so tat, als interessiere er sich nur für die Aufmarschpläne des Manövers. Das Manöver war für heute beendet. Und zum Entsetzen aller Kommandierenden stieg der Kaiser von seinem Pferd und begann, die angetretenen Regimenter zu mustern. Wie heißen Sie? Jäger Boha. Woher kommen Sie? Aus Saat. Majestät, Hauptmann Wagner vom 12. Jägerbataillon. Wie lange dienen Sie? Majestät, 19 Jahre. Wie lange davon hier an der Grenze? Majestät, 12 Jahre. Ah, ja, sehr gut. Ausgezeichnet. Die Grenze ist wichtig. Da brauchen wir erstklassige Leute. Majestät, Leutnant Rotter wurde bei einem Aufruhr der Arbeiter verletzt. Ein Aufruhr? Ja, jetzt übertreiben's, aber lieber Major, Trotter, sag's. Ich erinnere mich noch gut an Ihren Vater. Er war sehr bescheiden, der Held von Solferino. Majestät, es war mein Großvater. Ach, es war also der Großvater, so, so. Und Ihr Vater ist Oberst, wie? Majestät, Bezirkshauptmann in Iglau. So, so. Werd's mir merken. Der Kaiser hatte keine Lust mehr, die Reihen abzuschreiten. Aber er musste es wohl tun, damit die Leute nicht merkten, dass er von seinem eigenen Alter erschrocken war. Er war der älteste Kaiser der Welt. Ein paar Minuten fühlte er Stolz auf seine Armee und ein paar Minuten auch Bedauern über ihren Verlust. Denn er sah sie schon zerschlagen und zerstreut, aufgeteilt unter den vielen Völkern seines Reiches. Es passt ihnen halt nimmer, von mir regiert zu werden, dachte der Alte. Da kann man nichts machen, fügte er im Stillen hinzu, denn er war ein Österreicher. Rechts um! Bataillon, marsch!